Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einer neuen Gameplay-Review, wie ihr gerade gesehen habt, Infamous und First Light. Und ich bin sehr gespannt drauf, muss ich sagen. Ich habe da schon ein paar Hintergrundinformationen gelesen. Es soll ja wohl um die Tussi gehen, die wir da treffen in Infamous Second Son. Und da sitzt sie auch mit ihrem Bruder. Und das soll wohl die Hintergrundstory sein. Sie erzählt ja in der Hauptstory, im Hauptspiel erzählt sie ja, dass sie einen Bruder hatte. Und ja, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber dass sie einen Bruder hatte oder hat. Ja, was da halt so ein bisschen was Phase war. Und man erfährt aber nicht alles. Und hier soll man wohl alles erfahren. Ich habe auch Auflage gekriegt, hier einige Sachen darf ich nicht verraten. Also wird es... kann es sein, ich weiß nicht, wo das denn vorkommt, in welchem Abschnitt vom Spiel. Deswegen kann es passieren, dass ich vielleicht im Endvideo etwas schneiden muss. Paar Videos oder weiß ich, bestimmte Dialoge oder was weiß ich. Weil ich darf bestimmte Sachen einfach nicht verraten. Das Spiel hat eine Spieldauer von, wird angegeben jedenfalls, mit 4 Stunden. Hat aber Platin, also definitiv Platin. So, und jetzt werden wir mal... Ja, leicht. Also wenn meine Stimme so ein bisschen weg ist, Leute, das, ja... Die mich ständig verfolgen, wissen, dass seit einigen Wochen meine Stimme mal da, mal weg und ich weiß nicht, was das ist und... Ja, nervt ganz schön. Ja, da steht genau das gleiche wie bei Infamous Second Son. Ist unvorstellbar. Aber ich kann nichts tun, wenn du nicht redest. Miss Walker. Miss Walker. Das ist die Betonschlampe. Wieder Quatsch. Hey! Bitte, sag mir, was passiert ist. Okay. War doch die Stimme der Betonschlampe eben. Meine Eltern wollten mich melden, als sie entdeckten, dass ich Kräfte habe. Ich war fassungslos. Aber mein Bruder Brent hat sich immer um mich gekümmert. Er nahm meine Hand und wir rannten weg. Ein paar Jahre lebten wir auf der Straße. Immer versteckt. Ständig auf der Flucht. Wir haben schlimme Sachen gemacht, um an Geld zu kommen. Aber diese Nummer, bevor wir aus Seattle weggingen, die war schlimmer als alles andere zusammen. Komm schon, Fitch. Nur noch diesen einen Job. Wir haben alles. Lass uns einfach gehen. Nein, heute ist Zahltag. Mhm. Wie viel? Genug für eine schöne Wohnung. Ja? Ja. Es reicht für eine hübsche Burma-Katze. Ja? Netter Versuch. Es reicht für einen Neuanfang. Und den brauchen wir. Scheiße, los, runter! Die Cops. Gut, du versteckst dich. Ich lenk sie ab. Nein, warte. Noch diesen Job, dann sind wir weg. Und niemand wird uns finden? Ja, sobald. Nein. Nein. Nicht die Superkräfte. Ich werde niemanden töten, nur ein bisschen Eindruck machen. Fett! Die Grafik ist einfach geil. Sie! Stopp! Sehen Sie her. Zu mir, Augen hoch. Ist das wirklich nötig? Okay, jetzt aber mal hierher. Okay.
hier am Dock einen Kerl mit Irokesen gesehen? Wenn ich ihr Boot durchsuche, finde ich... Halt! Wie wär's mit einem Trick? Cool. Brent hat mich immer gedrängt, meine Kräfte geheim zu halten. Hätte jemand gewusst, dass ein Conduit in der Stadt war, hätte man mich gejagt. War schon vorgekommen. Aber in der Nacht hatte ich keine Angst. Ich würde meine Kräfte für den Job benutzen. Und dann würden wir zwei abhauen. Wir wären längst weg, bevor das DUP da wäre. Entkomme der Polizei. Wie verfolgt er mich? Da ist er. Schießt er noch nicht. Okay. Dann machen wir es mal vom Acker. Bin ich in Sicherheit? Ich muss den Kerl abhängen. Wie entkomme ich? Tunnel! Tunnel ist in der Mitte. Ich krieg den Job nicht hin mit diesem Kopf an der Backe. Ich glaube, ich bin sicher. Ich habe ihn abgeschüttelt. Oh, da kommt schon wieder einer. Ich hab das Ziel gefunden! Ich will wohl kämpfen. Brent, alles okay? Ja, mir geht's gut. Aber als du angefangen hast zu leuchten, sind alle durchgedreht. Es ist zu gefährlich. Wir müssen sofort weg. Das DUP ist gleich da. Du wolltest doch einen Neuanfang. Und du weißt, dass ich unbedingt diese Kerze will. Sag mir einfach, wie der Job abläuft. Ach, gut. Aber beeil dich, bitte. Geh zum Penthouse, Ecke Dritte und Stone. Brich ein und schnapp dir die rote Reisetasche. Okay. Was ist da drin? Hol sie. Und dann können wir mit einer ganzen Bootsladung Geld abhauen. Das hört sich fantastisch an. Wir schaffen das schon, Bruderherz. Du bist ihnen immer einen Schritt voraus. Beeil dich einfach. Du in einem DUP-Gefängnis, das könnte ich einfach nicht ertragen. Weg, ja, ich bin auf dem Weg. Entschuldigung, wenn ich euch dabei nicht wirklich unterhalten kann. Ich bin endlich gerade voll geflasht. Also, es macht richtig Gaudi. Also, okay, gehen wir da hoch. Und die Steuerung ist eigentlich genauso wie bei First Light, Second Sun. Tiefer soll ich? Na hier, okay. Protzig. Zu. Ein, zwei. Klapp, klapp. Okay. Was? Keine Zeugen! Erledigt sie! Aber der Aktenkoffer... Ich will doch nur diese rote Reisetasche. Sonst nichts. Einsammeln vielleicht? Nö. Was kann ich denn hier? Hier leuchtet. Hat Bumm gemacht.
Spaß, Tom. Ah, hey. Ich sollte mich aufladen. Ich werde es brauchen. Okay. Cool. Fetch, alles okay? Warst du da dabei? Was ist passiert? Da waren lauter Russen, die um eine Bombe getanzt sind. Mist. Die Akulas haben ihn gefunden. Wen gefunden? Meinen Boss. Wenn sie von dem Penthouse wussten, dann wissen sie auch von unserem Boot. Wir müssen weg, jetzt. Gut, lass den Motor warm laufen. Bin gleich da. Das alles tut mir leid. Ich hätte dir die Burma-Katze wirklich gegönnt. Ich weiß. Nächstes Mal, Bruder Herz. Lieber die Dächer vom Acker. Jetzt haben wir ein Stück weit besser. Fetch, bleib von dem Boot weg. Die Akulas sind da draußen. Sie sind bewaffnet. Was? Ich komme sofort. Nein. Wenn du vor denen eine deiner Panikattacken hast, verhaften sie dich. Ich habe alles im Griff. Ich komme. Jetzt leg auf und versteck dich, Dummkopf. So, wo soll ich jetzt hin? Da lang. Nee, falsche. Ein bisschen ähnlich kann man immer tanken. Schon. Wo steckst du? Nein. Die werden sie gekidnappt haben, denke ich mal. Ich brauch dich. Immer wenn ich anfing durchzudrehen, habe ich mich auf Brent konzentriert. Er war das Einzige, das mich beruhigen konnte. Ich hielt an einer schönen Erinnerung fest. In der ersten Nacht in Seattle suchten wir Schutz vor dem Regen unter einer Brücke. Dort haben wir dann Comics gelesen, bis wir endlich eingeschlafen sind. Dann kam dieser Kerl und wollte uns das Letzte stehlen, was wir noch hatten. Und ich wollte ihn dafür bezahlen lassen. Aber in dieser Nacht entwarfen wir die Regeln. Regel Nummer 1, keine Kräfte, in keinem Fall. Wir könnten Zeug verlieren, aber Hauptsache wir verloren nicht uns. Aber ich habe meine Kräfte benutzt. Es war meine Schuld, dass er weg war. Es war meine. Ich war verrückt. Oh, eine Trophäe. Diese Realitätsschwankungen veränderten mich. Ich entwickelte neue Kräfte, als ob mein Körper kämpfen wollte, aber mein Geist hatte aufgegeben. Du warst sehr zuvorkommend, Fetch. Machen wir eine Pause. Zeig mir die neue Fertigkeit aus deinem mentalen Ausrutscher. Ich dachte, du wolltest deine Kraft... Sag doch, das ist die Betonschlampe. Deshalb sind wir hier. Die dumme Kuh. Ich weiß nicht. Bei meinem letzten Versuch... Wir fangen ganz einfach an. Ich werde deinen Fortschritt von dort oben beobachten. Und mach ja keine Dummheiten. Ich mache nur Dummheiten. Nein, Fetch. Du bist eine Kämpferin. Jeder hat eine Schwäche. Man muss nur danach suchen. Mhm.
Na bitte. Ist ein Anfang. Aber die Welt wartet nicht auf dich. Manchmal musst du schnell agieren. Folge deinem Instinkt. Nicht übel, ganz okay. Aber du fängst ja gerade erst an. Wie wär's mit etwas realistischeren Zielen? Beeindruckend, nicht wahr? Diese Hartlicht-Hologramme sehen echt aus und fühlen sich so an. Jetzt erledige sie bitte. Ich schieße nicht einfach hirnlos auf irgendwas, okay? Oh, Eugene, der Konduit, der die Hologramme erstellt, hat nichts dagegen. Zu welchem Zweck? Der Zweck ist das Überleben. Nicht nur dein eigenes, auch das von anderen, die sich nicht wehren können. Na los, beschütze ihn! Schön zu sehen, dass noch Kampfgeist in dir steckt. Hoffen wir, dass deine anderen Sinne auch noch so scharf sind. Die Uhr läuft. Finde und rette die Geisel. Kein Problem, Eugene macht uns noch eins. Oh, ich hab die Geisel mit vernichtet. Laut meinen Akten konntest du früher Leute durch Wände sehen. Kannst du das jetzt nicht mehr? Sehr schön. So, ich habe eine zweite Geisel hier irgendwo versteckt. Aber diesmal musst du schnell sein, um sie zu retten. Sonst stirbt sie. Einen schlimmen Tod. Das war nicht die beste Zeit, die jemand bei dem Test geschafft hat. Versuchen wir was anderes. Jetzt muss ich hier Tests machen, oder was? Die hat ja auch gesagt im Hauptspiel, dass da irgendwie, dass sie da trainiert wurde oder trainieren musste. Zwei. Okay. Achso, da kann ich jetzt hier aufwerten. Sieht der Fähigkeitsbaum ganz anders aus. Streng dich an. Wie hoch kannst du springen? Das gibt doch nicht. Wo ich springen kann. Kreis. Die Grundzüge beherrschst du. Aber bist du auch hartnäckig, Miss Walker? Wenn du vor einer Herausforderung stehst, kämpfst du dich durch? Oder verkriechst du dich lieber? En garde, Miss Walker. Die Retterin zu spielen. Noch einmal. Hey, hau lieber wieder
Da kommt das nächste Opfer. Der Nachschub hat nichts abgebracht. Raus. Noch retten hier. Was ist denn da? Hier kommt noch eine hilflose Seele. Du brauchst offenbar mehr Gegenwehr. Komm sofort. Deine Leistung bei dieser Geiselübung war akzeptabel. Wir führen hier Buch. Die akzeptabel, Ergebnisse war gut. Werden veröffentlicht, um dich zu reizen und anzuspornen. Ich bin immer offen für weiteres Training. Vielleicht möchtest du sie übertrumpfen. Das reicht erstmal. Setz dich hin. Ich würde jetzt gerne weiter darüber sprechen, was passiert ist in Seattle. Nachdem ich die ganze Nacht die Stadt nach meinem Bruder durchkämmt hatte, kam ich wieder zu dem, was von unserem Boot noch übrig war. Und da traf ich ihn. Auch er suchte Brent. Entschuldige. Süße? Hey, hast du hier irgendwo einen Kerl mit Irokesenschnitt gesehen? Warte, du kennst Brent? Gehörst du zu diesen Russen? Was? Den Akulas? Oh, verdammt nein. Hey, heißt das, dass die dahinter stecken? Verdammt, diese Kerle kidnappen meine Mitarbeiter. Warte mal. Weißt du, wo er ist? Bringst du mich hin? Mal ganz langsam, Süße. Du solltest dein hübsches Näschen lieber nicht da reinstecken. Ich weiß nicht, was du mit Brent am Laufen hattest, aber... Er ist mein Bruder. Hilf mir. Bruder? Bist du Fetch? Ich bin Shane. Shane? Brent hat nie erwähnt, dass seine Schwester so ein heißer Feger ist. Bitte! Wo soll ich suchen?
Eastside, hauptsächlich. Danke. Wenn dir noch was einfällt, ruf mich auf Brands Handy an, okay? Ja, ja, klar. Was immer du sagst, Süße. Aber pass gut auf dich auf, okay? Die Stimme kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Ich muss die Stadt auf mein wahres Ich vorbereiten. Ich brauche Neon. Jede Menge Neon. Ja, das werden wir noch machen. Wir werden noch Neon sammeln und dann werde ich sagen... Ich werde auch erstmal beenden. Ich habe mal meine Fühler ausgestreckt, aber diese Akkulas haben so nervöse Finger. Wir müssen der Spur schnell folgen. Okay, ich bin schon auf der Suche nach Neongas. Immer langsam, Heißsporn. Ich schnüffle ja ab und zu auch gern mal ein bisschen Gas, aber das ist wirklich... Es ist ein Trick, den ich aus Jersey kenne. Mit dem Gas kann ich irrsinnig schnell rennen. Ist das wahr? Tja, da muss ich dir wohl glauben, Conrad. Tut mir leid, Shane. Ich muss los. Na los, spuck's schon aus. Okay, du faules Neongas. Dann mach dich mal nützlich. Ein Kick. Okay, ich brauche so viel Feuerkraft, wie ich nur kriege. Komisch. Die schmecken gut. Oh, ein großes. Und es bewegt sich. Ach, nur rennen. Mensch, Süße. Hattest du etwas mit dieser Lichtershow an den Nil zu tun? Ich hab doch gesagt, ich brauche Neongas. Konzentrier dich auf Brent. Tja, aber irgendwie unübersehbar. Weißt du, es wäre besser, wenn du hierher zu mir kommst. Ich muss los. Wartet mal noch. Diese Wolken machen mich schneller als ein Blitz. Wäre bestimmt keine Chance haben. Leckerer Neonriese. Ich hasse diese. Die schlucke ich im Ganzen. Oh. Das hat mir gefehlt. Komm her, Digga! Ich krieg dich. Oh ja! Yes, ich hab ihn. Ich hab's geschafft. Cool, super. Im Laufen schmecken die viel besser. Mission, was haben wir denn hier noch? Ach, hier sind nur Rennen jetzt, oder was? Ist ja doof. Nummerrennen. Nur Rennen. Und was sind das da? Das sind die Neon-Nummer. Okay. Die muss ich alle einsammeln. Und die Rennen muss ich auch alle machen. Oh, aha. Da kommt aber was auf mich zu. Oh, ich kann hier meine Kräfte erweitern. Was haben wir denn hier? Guck mal. Erhöht die Neon-Energiekapazität um 25%. Halten Sie L2 gedrückt, um... Hagel von Neon. Ja, ist alles interessant. Das ist auch interessant. Aber Neon, erstmal mehr Neon wäre interessanter. 4 Stück brauche ich. 7, 3. Ja, eins sammeln wir noch. Okay, ach, da kommen, also kommen die Akkulas zu mir. Wo ist Brent? Spricht keiner von euch unsere Sprache? Mann. Okay, Arschgeld. Ja. Los geht's. Singularität verfügbar. Sobald genug Gegner besiegt haben, können sie Neon
Signalität auswählen. Was wie Daniel, Idiot! Mission befreit. Mission abgeschlossen, Mensch. Gebiet befreit. Coole Sache. Mensch, Schätzchen, meine Fühler haben gerade etwas sehr Interessantes befehlt. Oh Mann. Also, die Akulas erwarten in Kürze ein Arsenal von Waffen. Du hilfst mir, sie zu stehlen und in weniger als einer Stunde schicke ich 50 bewaffnete Männer auf die Suche nach Brent. Toll, danke. Und lass das mit diesen Fühlern. Schon geschnallt. Widerlich, du stehst drauf. Lassen wir es hinter uns. Also wirklich, du musst wissen, dass manche Frauen dich unwiderstehlich finden. Klar, für genug Geld. Triff mich einfach in der Gasse hinter Knalls Sandwichladen, wenn du für den Waffenraub bereit bist, ja. Au revoir. So, das sind die Dinger, so. Oh, jetzt ist noch was Neues dazu gekommen. Spraydosen-Symbol kenne ich. So. Das kenne ich aus Second Sun. Muss nur gucken, wo das ist. Muss hier irgendwo sein. Da ist es. Also kommen auch noch andere Sachen dazu, außer Rennen und Spraydose. Jetzt kam ja Spraydose dazu, aber kommen wohl noch andere Sachen dazu. So, und jetzt? Ah, geil, hier mache ich das mit der Kraft. Oh, nicht schlecht. So sehr ihr euch auch bemüht, mich kriegt ihr nicht klein. Geil. Das finde ich gut. Inneren machen wir noch und dann lange nehme ich auf. Das ist mit 30 Minuten, ja, immer geht noch. Wo ist er hin? Da ist er hin. Komm. Ich hab dich nicht. Oh, komm schon. Viechchen. Ach, entkommen. Scheiße. So, dann immer nochmal. Dich, du Drecksteil. Ich hab dich! Ich bin schneller. So, und jetzt habe ich hier natürlich gekriegt. So. Achso, das sind die Alpha-Alpha-Ring. Achso, da kriegt er. Okay. Aber ich will natürlich erstmal Neon. Ja, mache ich jetzt erstmal Neon und dann. Ja, bis jetzt habe ich noch genug Kraft. Also krieg alle Gesicht, aber das will ich haben. 5. 6. Ah, da krieg ich die Rakete. Da krieg ich auch Rakete. Und habe ich hier auch Rakete? Ja, jetzt habe ich auch schon Raketen. Cool. Wie lange spielen wir hier schon? 34 Minuten. Ja, dann suchen wir mal einen vernünftigen schönen Aussichtspunkt und dann machen wir mal so einen coolen Abschluss.
So, sieht doch schön aus. Schön so ein Blick über die Stadt. Ich will lieber den Ton. Den finde ich cooler. So. So. Sieht zwar viel cooler aus. Und da ist was rot, was ist denn das da? Seht ihr das Rote? Das will ich noch wissen, was das ist. Warum? Das wohnt mich jetzt. Das große Teil. Kann ich das jetzt hier irgendwie... Ah, hier kann ich auch die rausziehen. Ich versuche hier eben schon mal hochzukommen. Mal gucken, was passiert. Ob ich das Ding irgendwie bekommen kann. Ja! Oh, das sind auch Punkte. Ah, okay. So, halt noch was dazugelernt. Also so wie im normalen, diese, also im normalen Second Sun, diese, ja, Drohnen, die da rumfliegen mit den Scherben und dass man auch Scherben so findet und so, ist es hier mit diesen Luma-Kugeln. Wo sind, ich habe da eben eine gesehen, ihr habt, dass ich euch das nochmal zeigen kann. Okay, nehmen wir da. Doch, da hinten leuchtet was rot. So leuchten. Nee, das ist nur Neon. Ja, jedenfalls, so sind denn hier diese Luma-Kugeln. Finde ich ja geil. Gut, aber jetzt wieder einen schönen Punkt suchen. Machen wir jetzt einen. Oh, hier ist grün. Grün ist nicht. Oh, das ist mein Graffiti, was ich gemacht habe. Ist ja geil. So, nehmen wir mal hier mal jetzt. Dach. Bitte. So. Ein bisschen runter gucken, dass wir auch Menschen sehen. So. Jetzt komme ich aber erstmal auch zu meinem Fazit. Also für 13,99 oder was es kostet, bekommt man hier wirklich ein schönes Spiel geboten. Muss ich ehrlich so sagen. Ich dachte auch nur, dass es was Kurzes ist, aber... Wie es aussieht, ist es wirklich die ganze Stadt auch und man kriegt auch noch mehr Sachen freigeschalten. Bis jetzt habe ich ja nur die Rennen und die Graffiti-Dinger. Also ich denke mal, da wird im Laufe der Story, wird es dann noch mehr geben, was man machen kann an Missionen, also an Nebenmissionen. Dann gibt es ja noch zusätzlich die Hauptstory. Man hat auch hier wieder Sammelwut, kann ausbrechen ohne Ende. Man hat wieder diese, hier halt diese Luma-Kugeln. Im Normalen sind es halt diese Splitter, die in diesen Drohnen drin sind und hast du nicht gesehen. Die Story ist schon sehr fesselnd, muss ich sagen. Also ich finde sie sehr gut. Also vor allem, weil ich ja den Hauptteil gespielt habe und durchgespielt habe. Und ja, da ist es halt schon mal schön, diesen, ja, diesen Nebenaspekt der Story, weil es ist ja auch ein Charakter aus der Hauptstory, den man da trifft. Und da mal die Hintergrundinformationen zu bekommen. Also ich würde mich jetzt auch freuen, wenn auch zu diesem anderen Typen, zu diesem Neon-Typen oder zu dem anderen, wo er die Feuerkraft herkriegt als erstes oder die Rauchkraft, wenn da sowas auch kommen würde, dass man auch die ihre Hintergrund-Stories mal erfahren würde. Das würde mich sehr freuen, weil das gefällt mir hier schon sehr, sehr gut. Auch alleine die Grafik ist wieder richtig bombastisch gelungen. Die Soundeffekte und so. Also ich kann jetzt ehrlich gesagt nichts Negatives dazu sagen. Die Steuerung ist sehr griffig und ist eigentlich genauso wie in Second Sun. Die... Wartet. So, diesen Skillbaum haben sie hier etwas anders gemacht. Der ist jetzt... So, wie ihr seht, hier ist ja auch schon wieder was dazu gekommen. Rettung und... kann ich noch nicht mal alles machen. Also hier scheint wohl viel freizuschalten zu geben. Und hier ist der Skillbaum mit den einzelnen Fähigkeiten. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Habe ich das schon frei? Achso, ja, diese Neon-Dings habe ich frei, wenn die noch da sind, genau. Und hier scheinen ja auch noch zwei zu kommen. Da steht ja gesperrt. Also hat man hier ausreichend Fähigkeiten, die man freischalten kann. Wie hier zum Beispiel, so sieht das dann aus. Und das sind ja wirklich... Oh, was? 12? Boah, da kann man aber, da muss man aber echt sammeln.
13 SP. Na, leck mich doch am Arsch, ey. 11. Ja, und dann kommen ja noch 2 Skillbäume dazu. Und wer weiß, wie viel Dino wieder haben. Also, da wird schon ordentlich was geboten. Und für Fans auf jeden Fall muss. Auf jeden Fall muss. Und das hat Platin. Also, für 13,99 Platin. Also, das ist... Finde ich gut. Finde ich eine reife Leistung. Ich glaube aber jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich so erfahren habe und gelesen habe, dass es nur 4 Stunden sind, wie ich am Anfang erzählt habe. Weil wenn ich mir jetzt nochmal so überlege, der Skillbaum, die Nebenmission, die ganze Stadt. Wie war denn das mit der Karte jetzt hier wieder? Da, hier ist die Karte. So, ist ja... Also hier unten komme ich nicht hin. Kann sein, dass es in die untere Stadt auch noch geht, aber ich glaube, es sind nur diese Stadtgebiete hier oben. Aber da habe ich in der Hauptstory schon ewig gebraucht. Und ihr seht ja die ganzen rosanen Punkte. Und hier, ich habe jetzt nur... Hier, das ist jetzt Hauptstory. Graffiti und Rennen habe ich. Und selbst wenn ich die dann gemacht habe, denke ich mal, kommen noch ordentlich dazu. Denn die ganzen Punkte einsammeln. Dann kommt noch die Hauptstory dazu. Also ich denke mal schon, dass es vielleicht gemeint ist, dass die Hauptstory, wenn man wirklich stur die Hauptstory durchspielt und alles gleich beim ersten Mal schafft, 4 Stunden... Könnte realistisch sein, aber wenn man wirklich so wie ich intensiv spielt und wirklich alles holt, alle Rennen machen will und wirklich die Kräfte komplett aufwerten will, glaube ich nicht, dass da 4 Stunden hinkommen. Glaube ich definitiv nicht. Und dafür 13 Euro, finde ich ein fairer Preis, also mehr als fair, also kann man nicht anders sagen. Wie gesagt, Platin hat es auch. Also ich kann echt nur sagen, ein absolutes Kauf muss. Ich werde auch unter das Video werde ich die Links reinpacken zum PSN Store und zum glaube bei Amazon jetzt auch zu kaufen, werde ich die Links unten runterpacken. Wer die Story geliebt hat, wird dieses hier auch lieben. Gut, wir spielen jetzt nicht mit Delzen, wir spielen mit der Tussi. Ich hoffe, so ja, die ist ja alles in der Vergangenheit. Also ich denke mal nicht, dass wir Delzen hier kennenlernen, oder vielleicht geht es ja auch bis zu Second Sun rein, dass wir Delzen da auch kennenlernen. Mal abwarten. Weil sind ja mal diese Realitätssprünge, Gegenwart und Vergangenheit. Und vielleicht gibt es ja danach, wenn man in der Gegenwart ist, geht es ja vielleicht noch ein bisschen weiter in der Zukunft. So. Mal gucken. Also ich lasse mich da jetzt echt überraschen. Also ich bin sehr, sehr positiv überrascht vom Spiel. Ich wusste, dass es gut wird, aber dass es so gut wird, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich habe gedacht, kürzer, in 2 Missionen oder... Ja, ihr kennt doch die DLC-Politik heutzutage. Macht man 2-3 Missionen und dann zahlt man dafür 20 Euro oder so eine Schoten. Also muss ich sagen, hier kriegt man wirklich was für sein Geld geboten. Definitiv. So, dann möchte ich das hiermit aber auch abschließen. Von mir ein absolutes Kauf muss für Infamous First Light. Ich könnte ja unter dem Video drunter schreiben, ob ihr jetzt schon gespielt habt, ob ihr der gleichen Meinung seid oder nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben als kleines Feedback. Bis dahin verabschiede ich mich erstmal. Ahoi, sagt euer Odin.